Aber das Ziel nicht im Blick. Erwarte Befehle. Position halten und bereit machen. Sie ist gefährlich. Verstanden. Und mit diesem coolen Gang und diesen tollen Gesprächen hier auf dem Walkie-Talkie stürzen wir uns wahrscheinlich jetzt in die absolute Schlacht. Bin mir fast schon sicher. Und irgendwie freue ich mich drauf. Andererseits hoffe ich natürlich auch, dass wir überhaupt gewappnet sind. Aber bis jetzt sind wir noch mit jedem Kampf einigermaßen klargekommen. Mal mehr schlecht als recht. Zentrale, wir sind in Position und haben sich kontaktiert. Verdammt, das wird bestimmt Ärger. Ja, sag ich doch, es gibt Ärger. Fuck. Wow. So nicht, mein Freund. So nicht, mein Freund. Einmal durchladen hier. Gebt mir alles, was ihr habt und noch viel mehr. Oh, was treibt ihr denn da oben? Seid ihr euch sicher, dass ihr euch mit mir anlegen wollt? Oh, shit. Jetzt heißt es... Wow! Fuck! Wahnsinn. Wow! Wahnsinn, jetzt geht's ab. Ich sag ja, jetzt beginnt die wilde Action. Oh. Und ich bin so froh, dass wir diese Flinte auf absoluten Schaden getrimmt haben. Sehr schön. Ah, ihr dürft gerne weiterhin so sterben. Macht mir doch viel Freude. Ich guck hier nebenbei, ob ich noch irgendwas aufsammeln muss, kann, brauch. Komm, nimm eine Flasche mit. Bitte. Nimm doch bitte eine Flasche mit. Oh, die kann ich natürlich jetzt nicht aufsammeln, ne? Und die auch nicht. Na gut, soll nicht sein. Oh oh. Jetzt geht's ab. Das fragt ihr noch? Ihr legt hier halt in Schutt und Asche. Das geht hier vor. Eingekreist. Muss vorsichtig vorgehen. So ist es. Aber den Kollegen haben wir schon mal. Dann schwimmen wir mal gleich zum nächsten Loch. Keine Aufmerksamkeit hier zu erregen. Naja, komm mal gucken, Kollege. Komm mal gucken hier. Okay. Die können tatsächlich hier reinschießen. Das ist gar nicht so gut. Schwimmen wir mal darüber. Au, also das ist natürlich jetzt echt Käse hier. Dass sie mich überall sehen können. Ja, wirklich nach überall Ausschau halten. Da sehe ich den Laser schon. Komm, 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 komm. Komm mal ran hier. Oh, die sehen mich hier überall. Das ist ja furchtbar. Was mache ich denn jetzt? Bleibt mir ja nichts anderes, als rauszugehen. Und mal richtig Randale zu machen. Ich schwimme mal ein bisschen unters Eis. Ich mir vielleicht doch noch einen krallen kann hier. Komm schon. Na, geht doch. Schon muss man einfach nur mal ein bisschen Geduld haben. Dann schwimmen wir mal gleich wieder nach da drüben. Heieiei, nicht schlecht. Also das ist ja mal wirklich interessant gemacht. Schon jemand gesehen? Noch nicht. Schauen wir mal, ob mich jemand sieht. Okay, doch. Sie sehen mich. Schnell wieder zurück. Das hat
natürlich jetzt ein ganz schönes Taktikspiel hier. Natürlich immer, jawohl, dass ich noch einen abkriege. Und schnell weg. Schauen wir mal in die ganz entgegengesetzte Richtung. Entgegengesetzte? Entgegen? Doch, entgegengesetzte Richtung. Zum Auftauchen, Luft holen, eintauchen. So ein bisschen unterm Eis bleibe, dann können die mich nicht wirklich sehen. Hey, Kollege. Ja, hier zum Papa. Ja, ja, sehr gut. Und schnell, 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 schnell. Mein lieber Mann. Das ist aber auch echt eine Timing-Geschichte hier. Die alle nach und nach auseinanderzunehmen. Wenn ich jetzt recht gezielt habe, habe ich noch zwei vor mir. Jawohl. Noch einer. Den holen wir uns jetzt hier hinten. So, Kollege. Es sind sogar noch zwei. Ich höre noch jemanden. Oh Gott, die Ärmste, ey. Die Ärmste. Zack. Irgendwo muss noch einer sein. Ich habe aber keine Ahnung, wo. Auch seinen Laser gar nicht. Da ist er. Da ist er, da kommt er. Und auf Wiedersehen. Da ist noch einer. Man es glauben will oder nicht? Den holen wir uns auch noch. Einen nach dem anderen. Passt das jetzt wenigstens? Selbst die Schuld dafür. Wir alle treffen eigene Entscheidungen. Sein Ende ist nah. Nein, er darf nicht sterben. Wir können ihm helfen. Wie? Er muss sofort ins Observatorium, zu Jacob. Nur Jacob kann Jonah jetzt retten. Wir müssen ihn zurück ins Observatorium bringen. Was ist ja wirklich gut, wenn er an der Next Generation Grafik und was dem ganzen Gaming-Genre ja wirklich zugutekommt, ist, dass man endlich gute und verständliche Mimik sehen kann. Also ich fand es immer relativ schwierig, mit Game-Charakteren mitzufiebern, bei denen man nicht sehen konnte, dass sie traurig sind. Mittlerweile kommt ja wirklich fast alles an Emotionen rüber. Jacob, er stirbt. Ich kümmere mich um ihn. Der Herr behütet dich. Er ist der Schatten über deiner rechten Hand. Dass dich tags die Sonne nicht steche, noch der Mond nachts. Der Herr behüte deine Seele vor allem Übel. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang, von nun an bis in Ewigkeit. Drückt auf die Wunde. Macht ihn bereit.
Jacob, Sie sind angeschossen. Sie sind es. Nicht wahr? Der unsterbliche Prophet. Ich spüre Schmerzen. Ich kann verletzt werden. Ich bin ein Mensch, dem kein Tod vergönnt ist. Und die göttliche Quelle? Ich entdeckte sie vor langer Zeit. Sie ist real und unglaublich mächtig. Aber sie ist nicht göttlich. Sie haben sie angelogen. Über Generationen. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ich tat es zu ihrem Schutz. Einst nutzte ich die Quelle, um meine Armeen unsterblich zu machen. Aber das war ein furchtbarer Fehler. Sie meinen die Krieger im Archiv? Als Feinde Kitesh angriffen, begruben die Unsterblichen die Stadt unter dem Eis der Berge. Tausende starben. Sie begingen eine Gräueltat, um die Macht zu behalten. Trinity wird das auch tun. Aber mit weit schlimmeren Folgen. Das sind nicht Sie. Der Mann, den ich jetzt kenne, würde seinem Volk nie schaden. Verstehen Sie nicht? All das ist mein Werk. Und es muss endlich ein Ende haben. Vater! Sie kommen näher! Sie bahnen sich mit Gewalt einen Weg ins Eis. Dann haben wir schon verloren. Nein. Irgendwie muss man sie aufhalten. Jacob, auf der Karte war ein Geheimgang in die Stadt verzeichnet. Der Weg der Unsterblichen. Das ist zu gefährlich. Uns läuft die Zeit davon. Sie wissen, dass ich jetzt nicht aufgebe. Wenn wir Trinity verlangsamen, haben wir vielleicht eine Chance. Ich greife sie mit unseren Truppen auf dem Eis an. Dann sofort. Öffne den Weg. Sind, gehen Sie durch den Eingang unter dem Observatorium. Ich werde mich um Ihren Freund kümmern. Das nenne ich doch mal einen interessanten und cleveren Turn in der Geschichte. Gefällt mir gut. Dass er der Prophet ist, dem wir hier die ganze Zeit mehr oder weniger hinterherjagen, wo ich noch am Anfang gesagt habe, der sitzt bestimmt noch irgendwo und bewacht das Ding. Und siehe da, da ist er. Und die ganze Zeit schon an unserer Seite. Was auch endlich erklärt, warum der Kerl ständig verletzt wird und ständig irgendwo ist. Und irgendwie doch immer zur rechten Zeit am rechten Ort ist. Gut gelöst, ihr Lieben. Gut gelöst. Kann man nicht anders sagen. Und jetzt geht's abwärts. Und wir dürfen den unsterblichen Kriegern nochmal gegenüberstehen. Bin ich eigentlich nicht so heiß drauf. Die waren ja doch schon recht aggressiv, die Jungs. Und dieses, was wir hier immer sehen. Übrigens, nicht vergessen. Finde ich teilweise schon immer ein bisschen, naja, ist immer so ein zweischneidiges Schwert, wie ich finde. Denn die Hersteller scheinen uns Gamern nicht wirklich was zuzutrauen. Und gerade wenn ich sage, ich möchte das Ding hier auf schwer durchspielen, was ich ja gerade tue, dann gehe ich doch davon aus, dass ich schon ein wenig Gaming-Erfahrung habe und nicht gleich wieder alles vergesse, was ich hier so treibe. Und da kommt man sich manchmal so ein bisschen vereimert vor. So von wegen, nicht vergessen, deine Fähigkeiten sind übrigens folgende. Und mit diesem Stick kannst du gehen. Das ist mir dann immer schon ziemlich bewusst. So, das sollte eigentlich alles so hinhauen. Schauen wir mal. Ja. So, jetzt nach oben. Jawohl. So klappt das doch ganz gut, was ich mir hier vorgestellt habe.
Ich komme sogar noch an die Kiste ran. Beziehungsweise an den Rucksack hier. Das haben wir schön gemacht. Schön haben wir das gemacht. Richtig schön. Ich kann sagen, wie schön das war. Das war einfach schön. So, sind hier noch mehr Pilze? Pilze habe ich jetzt nämlich schon lange nicht mehr eingesammelt. Aber viele, viele Giftpfeile gemacht. Deswegen immer her damit. Aber nochmal ein Basislager. Nehmen wir natürlich auch noch mit auf. Ich muss jetzt erstmal kurz durchatmen. Dieser Ort. Kitesh. Jacob. Die Unsterblichen. Ich bin so lange so schnell gerannt, dass ich noch gar nicht verarbeitet habe, dass das hier alles real ist. Ein Teil von mir glaubt es nicht. Aber ich weiß, dass Jacob die Wahrheit sagt. Was immer ihn erschuf, ist hier. Und ich werde es vor Trinity finden. Ich wünschte nur, Dad könnte diese Entdeckung miterleben. Ja, da sagst du was, da sagst du was. Wir können ja immer noch nichts von den Sachen aufleveln, die ich gerne hätte. Fehlen uns immer noch so ein paar Sachen, aber wurscht. Ist jetzt wirklich wurscht, weil wir sind soweit ganz gut ausgerüstet. Alles, was jetzt noch extra kommt, ist nett, aber nicht unbedingt notwendig, weil wir haben eine Waffe, die sehr viel Schaden macht. Wir haben eine Waffe, die schön streut, was ich auch immer gut gebrauchen kann. Wir haben eine sehr vielfältige Waffe. Eine, die eben Gift, Feuer und Explosionen macht. Damit sind wir eigentlich schon perfekt ausgerüstet. Ja, so würde es Mr. Spock auch sagen. Jacob, ich gehe faszinierend. Was werde ich dort unten finden? Seitdem mein Volk den Weg vor Jahrhunderten versiegelt hat, war niemand mehr dort. Aber es sollte sicher sein. Zumindest bis sie das Orrery erreichen. Orrery? Gehört es zum Observatorium? Ja, meine Astronomen haben es erbaut, bevor die Unsterblichen die alte Stadt begruben. Sie müssen mit seiner Hilfe den Eingang nach Kitesh öffnen. Na, das werden wir doch gleich mal versuchen. Gehen wir hier ran. Reingucken können wir schon. Aber aufmachen müssen wir es noch. Und dazu gehen wir mal hier durch das Loch in der steinernen Wand. Und schauen mal, wo uns das Ding hier hinführt. Hops. Früher waren ja diese ganzen Tomb Raider Games echt vollgestopft mit Rätseln. Also wirklich bis oben hin. Und suche dies und suche das und da muss was rein und hier muss was rein. Das ist unglaublich. Ist es, meine Liebe, ist es. Mal sehen, wie das funktioniert. Das habe ich dann früher echt gerne gemacht. Und ja, als Kind echt viel Spaß gemacht. Obwohl ich manche Sachen auch ziemlich schwer fand. Und natürlich macht mir das dementsprechend heute auch noch Spaß, diese ganzen Rätsel hier zu lösen. Das war knapp. Knapp, aber knapp. So, wo kommen wir denn jetzt hin? Wir können auf jeden Fall in die Mitte. Wo ich auf jeden Fall scheinbar auch hin muss. Kann ich hier irgendwas machen? Nicht viel. Ich könnte da hoch. Hier kann ich noch was drehen. Probieren wir das doch gleich mal. Gucken wir mal, was dann passiert. So ist das sicherlich nicht richtig. Ich glaube, ich muss das noch ein Stück drehen. Na, komm schon. Na, sage mal. Pendelt das hier so hin und her? Na, geht doch. So muss das, glaube ich. Damit ich von da dann rüberspringen kann. Das muss auch andersrum, habe ich das Gefühl. Ah, dieses Gependel. So, vorhin treffe ich nicht mal die blanke Seite bei dem explosiven Fass und jetzt. Jetzt treffe ich das Seil nicht. Ist doch sehr merkwürdig. Ja. So, das haben wir doch sehr gut gemacht. Quietsch, quietsch. Quietsch, quietsch. Sehr schön. Ah, ging doch ohne Probleme. Ohne dass wir viel rätseln mussten. Das ist nur die große Frage, was passiert jetzt hier noch?
Hier kann man noch was schieben. Das ist wie eine Brücke. Okay, scheinbar ist das jetzt locker. Alle, hopp. Lässt sich wahrscheinlich dementsprechend auch gut drehen jetzt. Jetzt muss ich gerade erstmal gucken, was haben wir denn hier überhaupt alles? Wir haben hier mehrere lose Teile. Mehrere Teile, die ich überhaupt nicht drehen kann. Ich muss wahrscheinlich das hier noch ab. So, und jetzt? Jacobs Volk war seiner Zeit voraus. Wow. Pass auf, wo du hintrittst. Allerdings, das würde ich dir jetzt aber auch raten. Das könnte jetzt sehr, sehr interessant werden. Ja. So, kommen wir zumindest in die Mitte. Aber wo muss ich eigentlich hin? Das ist natürlich jetzt die große Frage. Muss ich überhaupt irgendwo hin oder muss ich wieder nach unten? Tja, wer weiß das schon so genau. Nee, das lassen wir mal lieber. Ah, ich muss ganz nach oben. Okay, okay. Das heißt, ich brauche jetzt auf jeden Fall dieses Teil da, dass ich erstmal auf das Ding oben raufkomme. Alle hopp. Erinnert mich an den ersten Tomb Raider-Film, wo man auf diesem, wo sie auf diesem Teil kämpft, auf dieser Weltkugel. Oh, scheiße. Wow. Wo sie beide versuchen... Geduld, Lara. Jetzt. Wo sie beide versuchen, dieses Teil einzusetzen. Und... auf die letzte, fertig, los. Jawohl. Und das ist cool gemacht. Finde ich geil. So, und jetzt bestimmt in die Mitte springen, oder? Hoffe ich. Jawohl. Gucken wir uns das Ding jetzt hinführt. Hey. Ja, sieht gut aus. Haben wir gemeistert. Geile Sache. Jetzt müssen wir nur noch darüber. Und schon sind wir drüben. Guckt es euch an. Können wir die ganzen Schätze hier einsammeln. Ein Kodex über die fortschrittliche Bogenschusstechnik aus Byzanz. Klassische Ausbildung. Fertigkeit. Die Anzahl der Pfeile, die ohne Nachziehen aus dem Kecher schnell hintereinander abgefeuert werden können, auf 3. Gut, habe ich jetzt nicht so oft benutzt, aber gut ist zu haben. Warum nicht? Jede Menge Gold und Silber gibt es hier. Sehr gut. So, runter. Oh ne, das war nicht richtig. Oh, hier ist noch was. War also dementsprechend doch richtig. Ich müsste also irgendwo ran. Ach, ich muss hier schon wieder so einen Bums bauen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Probieren wir mal so, ob das so schon reicht. Ja, das sieht gut aus. Das passt. Wie die Faust aufs Auge. So, da noch ein Ding hin. Da noch ein Teil hin. Und da hinten eins hin. Alle hopp. Ist ja fast schon Prince of Persia-Style hier. Obwohl der ja keine Sachen in die Wand geschossen hat. Halt. Lara, wir sind auf dem Berg über dem Gletscher. Alles klar. Kannst du Trinity sehen? Ja. Sie beginnen mit ihrer Operation. Ich betrete jetzt die alte Stadt. Hör zu, Sophia. Greift nicht zu früh an. Wir werden noch warten. Ich kontaktiere dich bald wieder. Tue dies. Und dann hoffen wir, dass wir das hier alles
wunderbar überstehen werden. Wir können auch nichts mehr einsammeln. Wir sind eigentlich also dementsprechend gut vorbereitet. Wir haben jede Menge Zeug dabei. Schön. Schön sieht's aus. Schön, schön, schön. Kann ich nicht oft genug sagen. Da haben sie sich vom Design her echt was einfallen lassen. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so ein schönes Adventure gesehen habe. Oh, oh Gott. Jetzt sehen wir es auch nochmal von Namen hier, die Kollegen. Nur wenn ich kein Wort verstehe, klingt's gefährlich. Zieht in die Stadt und entfernt das Graffiti. Graffiti, sage ich. Ach du Scheiße. Mein lieber Mann. Oh, fuck. Das ist schon cool gemacht. Das kann man nicht anders sagen. Oh Gott. Mann, Mann, Mann. Obwohl ich gelernt habe, dass man sich an diesen Gletscherspalten arg verletzen kann. Also man kann sich ganze Körperteile abtrennen, weil das Eis teilweise so scharf aufgeschichtet ist oder scharf abgeschmolzen ist. Dass man da tatsächlich schwer, schwer, schwer dran zu knabbern hat. Okay, da hinten wandern sie. Die haben auch echt ein beschissenes Leben. Hängen die ganze Zeit hier unten in ihrer... Hängen die ganze Zeit hier in ihrer Stadt rum. Haben nichts zu tun, nichts zu futtern. Und müssen hier das Ding beschützen, wo vielleicht alle Jubeljahre mal einer vorbeikommt, der nach dem Heiligen Gral hier sucht. So, Basislager. Mal wieder Nummer 29. Vielleicht sind es insgesamt 30 und dann ist Schicht. Wer weiß. Ich mache hier noch eine Fähigkeit und dann haben wir auch schon wieder ein bisschen überzogen. Aber es war halt eben auch gerade recht spannend. So, was können wir denn? Wir werden automatisch geplündert. Duellantenreflexe. Hoppala. Jäger ist auch noch so viel offen, obwohl ich auch gar nicht weiß, was bringt mir das hier alles. Überlebenskünstler, mehr Sachen sammeln, tierische Instinkte, Volltreffer. Ah ja, komm, machen wir mal Kopftreffer, das hilft uns vielleicht dann nochmal. Und damit sage ich auch schon wieder danke fürs Dabeisein und fürs Gucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Jetzt geht's aber wirklich langsam aufs Finale zu. Jetzt preise ich das hier schon Folge für Folge an und dann passiert noch gar nicht so viel. Aber ich denke, wir sind auf gutem Wege. Da werde ich mich nicht geirrt haben. Und bis dahin sage ich, bis dahin.